Der Ball rollt. Das kann interessant werden. Das sieht gut aus. Riesenmöglichkeit. Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Ah, diesmal war es abseits. Wichtige Aktion des Abwehrspielers. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Gutes Dribbling, wenn auch ohne Erfolg. Es gibt einfach Spieler, die können den Unterschied ausmachen. Es gibt Spieler, für die alleine man schon ins Stadion gehen sollte. Er gehört mit seinen Dribbelkünsten ganz ohne jeden Zweifel dazu. Riesenmöglichkeit. Jetzt kann er die Flanke bringen. Häuptling, Zauberfuß. Und um die Ecke kümmert sich. Was für ein Hammer! Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Kurze Ecke. Und er probiert's. Es gibt viele Optionen. Welche wählt er? Er versucht's. Viel zu weit am Tor vorbei. Ja, das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der Distanz probieren. Nee, da kommt er nicht durch. Starke Defensivaktion. Und bitte! Da erarbeitet sich eine gute Chance. Das ist seine Stärke. Über die Außen kommen, dann in die Mitte ziehen, dann zum Abschluss kommen. Die Chance war da, der Treffer ist nicht gefallen. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Schlag nach vorne. Da verliert er das Leder. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Und er haut das Ding vor. Nee, so nicht. Er ist nicht vom Ball zu trennen. Und da ist halt einfach mal keiner. Er versucht es auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Er geht zum Torhüter. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Der ist schön durchgekommen. Hat er gut gemacht, hat sich den Platz erarbeitet durch eine Körpertäuschung. Aber er macht den Ball nicht rein. Er ist der Mann der vielen Finten und der vielen Tricks. Gerne nochmal antäuschen, gerne nochmal den Haken schlagen. Das macht ihn so gefährlich. Ah, da muss der Ball besser kommen. Das ist ein langer Ball. Er ist nicht im Abseits. Die erste Ecke kommt von. Und er klaut ihm das Leder. Runtergepflückt. Der Pfiff des Schiedsrichters. Und jetzt ist Pause. Wenig passiert. Spielstand 0:0.
Auf geht's zur zweiten Hälfte. Da geht der Ball nach vorn. Jetzt aber! Ah, gute Verteidigung. Stark gemacht. Der Konter läuft. Da ist die Chance. Das war absolut überflüssig, wie er da reingeht. Elfmeter. Es gibt den Strafstoß. Es war ein eindeutiges Foul, gut gesehen vom Unparteiischen. Die Spieler beteuern ihre Unschuld, aber die Entscheidung ist unumstößlich und die lautet Strafstoß. Im Sinne des Spiels kann man nur hoffen, dass er den macht, dass diese Partie hier endlich eröffnet ist. Er kriegt ihn einfach nicht ins Tor. Das gibt's doch gar nicht. Die Chance ist vertan. Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, wie man so unschön sagt, aber das wird heute wohl nicht mehr. Nee, der Ball ist weg. Ein langer Lauf Richtung Tor. Sie suchen nach Räumen. Er versucht es auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Auf das Ding hat er gewartet. Jetzt ist Übersicht gefragt. Und er schießt. Da hätte er sein Solo veredeln können. Es gibt einfach Spieler, die können den Unterschied ausmachen. Es gibt Spieler, für die alleine man schon ins Stadion gehen sollte. Er gehört mit seinen Dribbelkünsten ganz ohne jeden Zweifel dazu. Ganz enge Kiste, trotzdem vorbei letztlich. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin, ein guter Versuch. Und weg ist der Ball. Im letzten Moment geht einer dazwischen. Gut abgefangen. Starke Defensivaktion. Aus der Aktion wird nichts. Das kann interessant werden. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Er wartet auf die Flanke. Ah, gute Verteidigung. Schwach gespielt und weg ist die Kugel. Und ein Pass in Richtung Grundlinie. Wird die erste Ecke reindrehen. An der Eckfahne. Oh, der Gegner hat ihn. Da kommt der Schuss. Und wieder aus der Ferne. Das ist ein bisschen wenig. Sie versuchen das immer wieder aus der Distanz. Vielleicht ist das falsche Rezept. Die Null auf beiden Seiten. Die steht ja nicht von ungefähr. Da kriegt er den Ball. Eine ganz enge Kiste, aber ich glaube, die Entscheidung ist richtig. Gutes Defensivverhalten. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Sehr gut freigelaufen. Er steigt hoch. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Er bringt ihn. Das Ding ist ganz heiß.
kann er sich lösen. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Die letzten Minuten, sie müssten noch mehr Druck machen. Junge, 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 die stehen da hinten mit viel Gottvertrauen. Sie hören es selbst, der Schiedsrichter pfeift ab. Es war eine enttäuschende Partie und die endet fast folgerichtig ohne Tore. Genau dafür kommen die Fußballfans.